willkommen zurück bei RimWorld. So, ich bin echt mal gespannt. Ne? Ich nehme jetzt wieder bis Folge 14 auf. Ob Folge 10, ne, ich habe die, ne, hier kann man die Uhrzeit sehen, keine Ahnung, eine Stunde, also von 13.30 Uhr oder so an, aufgenommen. Und die kommt ja um 0 Uhr dann raus. Ob es die dann auch in voller Qualität schon verfügbar ist. Denn ich brauche nur 5 bis 10 Minuten, die hochzuladen. Ne, die ist jetzt schon, also Folge 10 ist gerade bei 42% hochgeladen. 43%. Und ich habe, sag mal so, 2 Minuten oder so lädt die jetzt schon hoch. 44. 45. Nee, 46. Ne, also es geht relativ flott. Dann dauert das ungefähr nochmal so lang, wie die Folge ist, dass YouTube das verarbeitet. Dann wird SD verarbeitet, das dauert nochmal so lang, wie die Folge ungefähr ist. Dann wird HD verarbeitet, das dauert zwischen 2 und 20 Stunden teilweise. Okay, das ist übertrieben, 2 bis 10 Stunden kann das schon mal dauern, je nachdem. Dann wird 4K bearbeitet, da habe ich schon Folgen gehabt, das hat 5 Tage gedauert, 4K zu bearbeiten. Also YouTube ist echt langsam teilweise. Befreie Marco. So, 22-jähriger Erfinder namens Marco kontaktiert dich aus Ims-Fraktion, machen Jagd auf ihn. Das Problem ist, wir haben keine. Läuft in einer Stunde ab. Nehmen wir nicht an. Oh, wir können nicht verteidigen. Ein Bogenschütze. Komm. Angenommen. War ich jetzt zu langsam? Oh, jetzt haben wir auch keinen Bergbau. Oh, Mima Zero, warum tust du mir sowas an? Diese Kehrtwende. Das war furchtbar. Und hier verpestet sich so der ganze Boden. Ja, nur noch Jo ist da, ne? Was ist mit den Max? Arbeiten die noch? Die arbeiten noch, okay. Ja, uns geht die Arbeit aus. Das Essen aus. Aber Jo kann auch nichts übernehmen. Was kann Jo eigentlich? Jetzt kann er nichts mehr, weil wir ihm diesen scheiß Religion-Scheiß gegeben haben. Wegen der Religion kann er nichts. Er kann bauen. Wieso baut er denn nicht? Jetzt haben wir eine Kältewelle. Okay, das war's jetzt. Oh, der ist flott. Der ist flott. Was ist denn das für ein Typ? Der ist ja richtig flott. Ja, wir haben nur noch... mich als... Nikolai liegt am Boden. Ja, und Jo hat nichts zu tun. Starten ihren Angriff. Haben wir noch irgendwelche? Hier, nimm die Schrotflinte. Kommt noch die Kältewelle. Also, die wollen hier uns vernichten. Sieht so aus, als gäbe es einen neuen Anfang. Wo ist denn jetzt der Typ? Ist der hier reingelaufen? Der ist hier reingelaufen, oder? Das war der. Ja, die Insekten, die sind eine gute Verteidigungslinie, aber das ist jetzt das zweite Mal schon passiert, dass einer von uns da reingelaufen ist. Okay, wir kriegen ein neues, wenn wir eine Kältewelle einnehmen. Komm. So. Es ist ein Baby, das kann doch nicht wahr sein. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt noch versuchen müssen hier. Die werden doch jetzt alle verhungern.
Baby, ey, das kann doch nicht dein Ernst sein. Das kann putzen. Babys können putzen. Es kann nichts außer putzen. Da fällt mir nur eine Person ein. Das heißt jetzt nicht, dass sie noch nichts anderes kann. Nein, er wollte ja nie was anderes können. Der wollte ja nichts können, überall Null haben, am liebsten alles verweigern. Im Prinzip ist Dinom dann das perfekte Baby. Er kann putzen. Er könnte sogar kämpfen. Lustigerweise. Weißt du was? Du kriegst einen Bogen. Dinom kriegt einen Bogen. Ein Baby mit Bogen. So, also, Reitismus. Fleisch essen. Ja, es ist. Wir werden durch den Winter nicht anders kommen. Kinderpflege. Es pflegt sich selbst. Es kann aber nicht jagen. Ja, jetzt hat Jo auch noch Hyperthermie. Ja, komm. Bitte sterbt jetzt endlich alle. Bitte, ich hoffe, ihr stirbt, damit ich neu anfangen kann. Das ist nämlich kein Sinn mehr hier. Ja! So, jetzt ist nur noch Dinom da. Dinom kann aber Jo nicht... doch, kann er. Ich meine, wir lassen Jo jetzt auch nicht einfach so draußen sterben. Weißt du, wenn wir versuchen auch noch hier zu machen, wir werden vielleicht nicht mehr ganz so achtsam sein. Dinom ist verwirrt, übergeschnappt, Jo ist tot! Gott. Okay, das heißt im Moment, es ist, also ohne Scheiß, die einzigen zuverlässigen Leute hier sind die Droiden. Ich habe schon immer gewusst, die Menschheit kannst du nicht gebrauchen. Das Problem ist, sobald der Strom aus ist, haben wir auch ein Problem mit denen. Aber wir können jetzt gerade nichts machen. Wir können einfach nur zusehen und durchspeeden. Während Dinom hier so ein bisschen durch die Gegend verwirrt ist. Du bist 3 Jahre alt und bist traurig, weil wir keine Eroberung haben, Dinom. Was ist denn da los? Okay, Dinom rennt jetzt zu den Spinnen, um sich was zu essen zu holen. Das gucken wir uns an. Wie unser Kindersoldat, Dinom der Kindersoldat, sich jetzt mit den Spinnen anlegt. Der intelligente Junge. Der intelligente Junge geht in der Nacht sich das Essen holen. Also Dinom habe ich schon ein bisschen unterschätzt, ne? 3 Jahre, aber hier ein verflixt schlauer Bengel. Verflixt schlaues Mädel. Ich bin wach! Da, dann kann es ja jetzt endlich hier vorwärts gehen. Also... Nein! Ey, was ist denn hier los? Das ist ja verrückt. Oh Mann, ey. Endlich bin ich wach und dann direkt durch. Komm, sterbt. Oh, bitte. Oh je. Ja, wir müssen auch gucken, dass wir irgendwie einen Konstrukteur am Anfang kriegen. So Konstrukteur und Wissenschaft. Also, ich habe jetzt gemerkt, wenn wir hier so den... Also Genetik finde ich schon ganz gut. Aber wir müssen gucken, dass wir auch irgendwie Konstrukteur dabei haben. Für den Mechaniten, Mechanodroiden da. So, das heißt, jetzt sind hier alle am Sterben. Tot, tot, tot. Dinom ist noch da. Und Dinom wird mit 3 Jahren ambrosiasüchtig. Er hat einen Kinderparker an, das heißt, er wird nicht einfach so draufgehen. Aber wir können doch nichts mehr machen, wenn wir nur Dinom haben.
Nikolai ist tot. Wir können den Link aber wiederverwerten. Das Ding ist, im Prinzip ist die Kolonie... Oh, warte, sind die Bots jetzt böse? Unkontrolliert. Also sie schießen nicht wild durch die Gegend rum. Noch nicht. Wo ist der andere Dinom? Unten auch unkontrolliert. Ja, Dinom wird jetzt irgendwann verhungern, ne? Wir haben zwar noch ein bisschen Essen. Zeichnet etwas auf den Boden. Aß Fleisch. Ja, sollen wir es beenden? Ich meine, wir haben jetzt ein Baby nur noch in der Kolonist, der nichts machen kann. Die Roboter sind durchgedreht. Oh, Dinom erleidet auch Hypothermie, trotz Parka. Okay, dann dauert es ja doch nicht mehr so lang. Das ist doch Götterfunke! Götterfunke, rettet den Tag oder was ist hier los? Götterfunke ist aufgetaucht! Götterfunke kommt und rettet den Tag. Was ist denn da passiert? Wir müssen seinen Kern rausholen. Wie kann ich das rausholen? Also erstmal müssen wir hier auf Winter gehen. Ach, wobei, für ihn können wir nichts ändern. Wir haben ja Parker. So ist das nicht, ne? Also wir haben hier die Klamotten da. Wie kann ich denn jetzt... Ist biokodiert. Kann man immer noch verkaufen. Wir müssen diesen Link... Müssen wir rausholen. Wie kann ich den Link denn rausnehmen? Extrahiere Mecha-Link. So, kannst du den implantieren? So, Götterfunke ist jetzt unser neuer Boss, ja? So, kannst du den mal bitte übernehmen? Übernimm bitte die Norm. So, wir haben hier den Konstruktionsbot 1. Das war ich. Ein Mech verwildert. Ach, das war... wir haben... Hä? Ach so, wir haben einen neuen dazu bekommen. Das heißt, wir werden die Mechs irgendwann umbenennen, wieder hier in, ja, nicht mehr mit Namen. So, Götterfunke, wen hast du denn hier begraben? Jo. Huch, nein, nicht öffnen. Wir brauchen ein neues Grab. Um genau zu sein, sogar mehrere. Alles klar, Feuerwehr, Patient, Arzt, Bettruhe... Kinderpflege, Hilfsarbeit, Töten, so, Wärter, Kochen, Jagen, Feldarbeit, die Arbeit widerspricht seiner Ideologie.
Was ist denn jetzt Göttersfunke Ideologie? Da gucken wir mal rein. Also erstmal Fernkampf, mega nice. So, Kochen, mega nice. Nice, nice, nice. Medizin, nice. Intellektuell, sozial. Das ist Götterfunke, ja. So, was ist deine Religion? Natur hat Vorrang. Bergbau verboten. Ach du Scheiße. Bäume fällen grausam. Ach du Jemine. Ach du Jemine. Autonome Waffen. Ach du Jemine. Oh, unschuldige Tiere töten. Ach, Scheiße. Wie sollen wir denn so an Essen kommen? Oh Gott. Kolonist nicht beerdigt. Sind wir dabei? Die Norm holt die Waffe. Wo liegen denn jetzt die ganzen... Hier liegen ein paar Leichen. Die Norm verweigert Transport. Das heißt, die Norm muss beerdigen. Okay, das macht er auch. Sehr gut. Dinom, warum isst du rohes Fleisch, wenn wir hier Mahlzeiten haben? Ich werde nicht weiter nachfragen. Aber da kommt wirklich noch Götterfunke in letzter Sekunde, um hier nochmal zu carryen. Das finde ich ja so lustig. Wir werden diese Fallen hier auch erstmal abbrechen. Die sind sowieso zu nah, die müssen umgesetzt werden. Automatische Reaktivierung machen wir da an. So, wir werden die jetzt ein bisschen weiter versetzen. Am besten nicht in die Bäume rein. Wenn die Bäume ja wieder gefällt für ewig. Das dauert ja Ewigkeiten. So, ein bisschen weiter versetzt nach draußen. Naja, wir haben theoretisch Mima Zeros Teil jetzt. Ich finde es interessant, wie wir aber einen zusätzlichen Bot bekommen haben. Das heißt, wir haben jetzt, erst mit zwei müsste er verlinkt sein. Und wir kriegen einen dritten dazu, wenn wir den nutzen. Er müsste jetzt irgendwie hier drin liegen oder so. Boah, wie sich das verbreitet, ne? Unnormal. Wir müssen den Strom bis nach da hinten holen. Ohne Scheiß, ich hätte gedacht, es ist jetzt vorbei. Und dann kam Götterfunke. Aber das ist auch wieder so typisch, ne? Das einmal wirst du noch so gerettet. Ob Götterfunke uns retten kann. Er hat gute Stats, es zu tun. Wir dürfen jetzt natürlich mit der Nahrung nicht... nicht schlampig sein. So, die beide sind in dem Bett. Das heißt, wir brauchen hier theoretisch keine Temperatur. Hier gerade auch nicht. Das heißt, das können wir alles ausschalten.
Wir haben hier noch die Türen auf offen halten. Das sollten wir vielleicht im Winter nicht machen. Ach, jetzt haben wir auch wieder Auswahl-Ähnliches, ne? Das war vorher auch nicht. Eine zusätzliche Batterie wäre auf jeden Fall noch praktisch. Ach, weißt du was? Ich tue den hier unten hin. Und dann tue ich die Batterie hier hin. Ich habe überlegt, es gibt ja noch diesen Mod, der RTE Fuse. Der ist auch schon geupdatet. Das ist der, dass die nicht mehr durchbrennen können, wenn wir das Ding bauen. Also im Prinzip eine Sicherung. Den habe ich aber auch nicht reingenommen. Obwohl ich den echt gerne reingenommen hätte. Genau wie die Kühlschränke. Habe ich damit so, vielleicht gibt es da ja später Lösungen, die jetzt im Patch mit drin sind. Das können wir ja nicht einfach so jetzt vorherbestimmen. So, das heißt, wir müssen Wildtiere jagen gehen. Scheiße, wir haben keine Wildtiere, die wir jagen können, die sich nicht eventuell wehren. So, hier können wir auch das Licht ausmachen. Wir gehen auf Stromsparmodus. Das Problem ist jetzt... Warte, Dunkellicht verwenden? Ah, das ist ja praktisch. Lichtfarben ändern. Ach, jetzt, weil wir schon wieder eine andere Religion haben, sehen die Lampen schon wieder ganz anders aus. Huch. Wir holen den Stick auch mal rein. Baum gefällt. Ah, Scheiße. Hä, du bist doch der Anführer, oder? Hä? Dehnung, das Baby dreht hier wieder durch und will Sachen zerstören. Während Dehnung, der Bot, dann... Ah ne, während ich dann hingehe und alles wieder repariere. Boah, dass wir überhaupt nichts zum Jagen haben. Wir haben noch einen Mufflon, das können wir killen. Oh, scheiße, Killerhasen. Zwei Stück. Sie kommen. Dinom ist Wutanfall. Killerkarnickel. Sie greifen an. Sind durch die Fallen gelaufen. Komm schon. Götterfunke, du bist so gut im Schießen. Sehr gut, guter Schuss. Ach, die haben diese Skaria-Seuche. Rückzug! Vorsicht vor den Killerkarnickeln! Wir haben keine heilige Handgranate! Oh nein, er ist genau ausgewichen! Nein, was machst du denn? Geh doch da drüber! Los, komm schon, Götterfunke! Ja! Das war knapp, ein Angriff mehr und Götterfunke wäre tot. Ja, das sind gefährlich, diese Killerkarnickel.
Genau, erstmal schön wieder hier Nahrung kochen. Ah, Dinom am Tragen, sehr schön. Alter, nur Negatives. Oh Mann, ey. Aerotechnist als Anführer. Wir haben noch gar keinen Anführer, der Aerotechnist ist. Ach, das ist, weil Mima Zero noch nicht weggeräumt wurde. Wir müssen noch ein weiteres Grab bauen. Na gut, wenn wir den jetzt beerdigt haben. Oh, die auch keine Tiere schlachten, ne? Oh, jetzt haben wir hier so wirklich so Religion, die machen es uns nicht einfach. Ist auch noch ein Pessimist. Und es ist dunkel, dann müssen wir das Licht doch wieder anmachen. Dann machen wir auch die Heizung hier an. Hier können wir auch die eine Lampe schon mal anmachen. Damit er hier nicht im Dunkeln sitzt. So, wenn es jetzt dunkel wird, dann müssen wir mal gucken. Dass wir... Okay. Dinom trägt Mima Zero weg. Aber wir dürfen jetzt auch nicht so viele Wildtiere killen. Oh, beeil dich, es wird Tag. Schnell, 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 schnell. Go, 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 go. Go, 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 go. Nein, was machst du denn? Dinom, was machst du denn? Er stand auf Angriff. Oh, wieso befolgen die denn nicht diese Befehle? Götterfunke trägt nicht, ne? Dann müssen wir den anderen Dinom hinschicken. Ach Mann, ey. Ja, das war jetzt meine Dummheit, dass ich nicht darauf geachtet habe, dass dass er auf Angriff gesetzt war, wenn Gegner da sind. Primäre Religion geändert. Vielleicht hilft das. Nee. Dass man keine Tiere schlachten darf, ist schon echt ein harter Debuff, vor allem im Winter. Wir haben jetzt ein paar Mahlzeiten so auf Vorrat. Och nö, man könnte. Also ich verstehe nicht, warum hier alle Menschen immer auf Standard eingestellt sind. Das macht für mich absolut keinen Sinn. Dass hier fremde Leichen und sowas rein können. So, es wird Nacht. Das heißt, wir machen jetzt bei den Max unbegrenzt, sodass Dinom Mima Zero beerdigen kann. Die Kältewelle ist vorbei, sehr gut. Ich meine, Dinom haben wir ja wegen der Kältewelle bekommen, ist schon tot. Das heißt, warum wir noch ein Grab für Dinom? Das kann doch nicht wahr sein. Wie schnell uns die Leute hier auf einmal wegsterben. Weißt du was? Bauen direkt nochmal drei.
Das müsste eigentlich so eine Standardeinstellung sein. Gehört zu maschinelle, ja, das können wir jetzt eigentlich wegreißen, weil die Religion hat sich natürlich geändert. Wir haben jetzt ein Abbild der Natur. Ja. Sind da Schädelspieße gewünscht? Sehr wahrscheinlich nicht. Aber wir gucken trotzdem mal rein. Nein, sind missbilligt. So, es wird wieder Nacht. Das heißt, wir geben die Norm frei. Und er beerdigt die Nummer direkt. Sehr schön. Naja, wer hätte jetzt noch gedacht, so am Anfang der Folge, wo alle gestorben sind, dass wir jetzt am Ende der Folge doch noch hier sind. Wir können von denen natürlich nachts auch hier das Zeug klauen, ne? Okay, wir müssen jetzt unbedingt gucken, dass wir Hydrokulturen kriegen. Ich glaube, wir werden ihn auch schlachten, so als Notfall. So, aber damit würde ich sagen, war es das für diese Folge. Interessanterweise immer noch hier auf der Karte. Ich habe nicht mehr damit gerechnet. Aber vielleicht ändert sich ja jetzt nochmal was. Wir werden sehen. Dann. Ciao.